Hallo zusammen, mein Name ist Leon Medes und dieses Video richtet sich an den YouTube-Kanal von Ungeskillt. Ungeskillt spielt gerade Aegaris Generations of War und ich liebe die Aegaris-Reihe und deshalb freue ich mich auch total, dass endlich mal jemand ein vernünftiges Let's Play dazu macht. Und ich gucke da gerne zu, ich hoffe, er wird es auch zu Ende spielen. Beim Spielen ist mir aber aufgefallen, dass es noch Kleinigkeiten gibt, die man vielleicht verbessern könnte. Jetzt nicht so unbedingt von der Art der Aufnahme, sondern vom Spielkonzept her. Ungeskillt, ich habe jetzt deine Videos bis Video Nummer 9 verfolgt. Und du sagtest ja auch, dass du jetzt nicht mehr so versiert bist. In solchen Spielen hast du früher viel Final Fantasy Tactics gespielt. Und deshalb wollte ich dieses Video mal nutzen, um dich ein klein bisschen zu skillen. Oder vielleicht auch jemand anders, der gerne Aegaris Generations of War spielen will, um den mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. So eine kleine Trainingssession. Du siehst hier, ich habe es schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. 2009 habe ich es gespielt. Ich suche ja mal die Herausforderung, deshalb habe ich hart gewählt. Ich muss aber dazu sagen, ich habe das Spiel bestimmt 3-4 Mal angefangen, bevor ich überhaupt gerafft habe, was ich machen muss. Ist leider nicht ganz so einfach. Und du kommst ja ganz gut zurecht momentan auf Easy. Aber man kann aus dem Spiel echt noch mehr rauskitzeln. Ich lade jetzt mal einen Spielstand, der ungefähr da ist, wo du jetzt auch gerade steckst. Wie gesagt, ich habe es nur bis 9 momentan geguckt. Ich weiß nicht, inzwischen hast du wahrscheinlich schon mehr wieder hochgeladen. Hoffe ich jedenfalls. So, in diese Cave of Origin will ich jetzt nicht reingehen. Ich fange mal an mit einer kleinen Bitte. Das ist das Einzige, was mich bei deinem Video ein kleines bisschen gestört hat, war diese laute Hintergrundmusik. Und vielleicht hast du ja die Möglichkeit, wenn das anderen Leuten auch noch so geht. Ich glaube, hier im Diary kann man das umstellen, bei Settings. Die Background-Musik ein bisschen runterzudrehen. Weil man kann deine Stimme teilweise gar nicht verstehen, weil du so gegen die Musik ansprechen musst. Sonst der andere Ingame-Sound und so, der passt. Also Voice und Sound-Effects und so, alles Bombe. Ja, eine Frage, die du ja gestellt hast in deiner Folge 9, war zum Beispiel, was mache ich überhaupt mit den PP, mit den Partypunkten? Rechts unten siehst du, ich habe nur noch einen PP, weil ich habe die inzwischen alle ausgegeben. Direkt von Anfang an alle verbraten, aber das muss man auch auf dem Schwierigkeitsgrad hart machen. Hier bei Status siehst du, kannst du noch einmal den Dreiecksknopf drücken und dann kann man da Use PP sagen. Da wählst du dir deinen Charakter aus und kannst dann nochmal mit den Partypunkten, als ob du aufsteigst, hier deine Attribute verbessern. Zu den Attributen wollte ich auch noch eine Kleinigkeit sagen, und zwar finde ich gerade in den ersten Leveln Vitality unheimlich wichtig. Weil anhand des Vitality-Levels auch deine Hitpoints ansteigen. Ich glaube, die Formel ist Level plus Vitality mal 2 oder sowas bekommst du dann als Hitpoints pro Stufenaufstieg dazu. Das heißt, gerade in den ersten Stufen lohnt es sich auf jeden Fall, Vitality zu pushen. Später muss man natürlich einen Kompromiss eingehen. Gerade unsere Top-Krieger Leo und Bornin, oder ich nenne ihn mal einfach nur Borg, die brauchen natürlich auch Stärke, damit sie kraftvoll zuschlagen können. Naja, die Magier-Intelligenz ist ja klar. Du hattest auch nochmal, ich glaube in Folge 3 oder 4, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, gefragt, wofür Luck eigentlich ist. Luck sorgt dafür, dass du eine bessere Hitrate hast und bessere Avoidance. Aber nur ganz dezent. Also wenn du es steigerst, bringt es ein ganz bisschen to hit, ein ganz bisschen to avoidance. Das heißt, ich bin gar nicht davon überzeugt, bringt Luck überhaupt viel, aber ich bin ein bisschen abergläubisch. Und deshalb hat Luck bestimmt auch noch eine versteckte Bedeutung. Es gibt nämlich die später noch irgendwelche Skills, die so ein bisschen glücksabhängig sind. Zum Beispiel, ob man einem Gegner was klauen kann oder so. Und Charakteren, die solche Skills einsetzen, denen gebe ich auch gerne ein bisschen mehr Luck. Ja, dann
siehst du, im Gegensatz zu dir, an der Stelle habe ich meine Ausrüstung schon ein bisschen angepasst. Also Rapier, Steel Bracelet und Ring of Speed, das wirst du ja selber haben. Aber es war schon nötig, meine Waffe ein bisschen zu verbessern, um die Gegner überhaupt zu schaffen. Dazu wollte ich direkt mal was zu den Waffen sagen. Ich gehe hier gerade mal eben in die Ausrüstung von Leonhard. Wenn man jetzt hier Dreieck drückt, kann man sich ja die Waffeneigenschaften angucken. Und da sieht man, hat halt Angriffswert, Magiewert und To-Hit-Wert. Leonhard mit seinen Skills, hier die Skills, das sind alles nicht magische Skills. Das heißt, wir können bei dem Rapier den Magiewert total vergessen. Es geht nur um die Attacke 180. Es gibt auch Waffen in der ähnlichen Kategorie, wie zum Beispiel Zweihänder. Die haben einen höheren Attackewert, vielleicht sogar 200, 240 so den Dreh. Aber die haben dann einen wesentlich schlechteren To-Hit-Wert. Und da muss man ein bisschen drauf achten, wenn man merkt, man trifft die Monster gar nicht mehr. Ist vielleicht besser, eine Waffe zu nehmen, die mehr To-Hit hat, aber weniger Attack. Und wichtig für die Waffe ist auch noch der Break-Level da oben rechts. Du hast dich ja schon öfter mal gefragt, warum macht mein Combo-Angriff manchmal mehr Angriffe und manchmal weniger Angriffe. Und das liegt genau an diesem Break-Level. Das liegt nicht daran, dass du jetzt nah an deinen Begleitern stehst oder sowas, wie du erst vermutet hast. Sondern wenn ich jetzt mit dieser Waffe zuhaue, dann mache ich mit der Waffe halt schon mal 78 Break-Schaden. Zusätzlich haben diese Skills hier Power Attack auch noch ein Break-Level. 170. Das heißt, ich schlage jetzt mit der Waffe einmal zu, mit Power Attack mache ich 170 plus 78, macht also rund 250 Break Damage. Dann mache ich nochmal eine Sonic Wave, macht halt. Oder machen wir es anders. Ich mache einen Power Attack, macht halt 250 und wenn ich stattdessen Double Edge machen würde, würde er etwas weniger machen, halt 220. Das heißt, wenn ich einen Power Attack einzeln mache plus ein Double Edge einzeln, komme ich ungefähr auf 470 Punkte Break-Schaden. Das heißt, der gelbe Balken geht schon ganz schön weit runter. Jetzt hast du ja auch gesehen, das sind Combo-Angriffe hier. Da muss ich nochmal eben hier zu den Datas gehen, Esoterik-Book. Oh, da stehen jetzt schon ein paar mehr drin als bei dir. Ich habe ein paar Experimente gemacht. Erkläre ich dir auch noch gleich, wie du da rankommen kannst. Da haben wir diesen Broken Hit. Ach so, das wird hier gar nicht verraten, was? Ich habe jetzt in letzter Zeit ziemlich viel Agarris Zero gespielt und habe dazu auch ein Let's Play gemacht. Vielleicht hast du mal reingeschaut. Bin allerdings noch nicht ganz fertig, schon ziemlich nah am Ende. Aber also falls Leute sich mal für Agarris Zero interessieren, können gerne bei mir mal vorbeischauen. Aber keine Sorge, ich mache dir jetzt mit Agarris Generations of War keine Konkurrenz. Dieser Broken Hit als solche, der macht jetzt nicht so viel Break-Schaden wie die einzelnen Skills. Sondern vielleicht so viel wie der Power Attack, also oder der Double Edge. Aber er macht jetzt nicht so viel, als ob man einen Power Attack plus ein Double Edge macht. Das heißt, das Senken des Break Levels geschieht am besten mit Einzelskills und nicht hier mit diesen sogenannten Arts. Und am besten, wir demonstrieren das jetzt mal eben an so einem Kampf. Ich gehe hier einfach mal in so einen ganz normalen Kampf rein. Keine Ahnung mehr, was mich da noch erwartet. Wie gesagt, es ist ewig her, dass ich dies gespielt habe. Bin mit Agarris Zero, spiele ich momentan gerade, aber ja, okay, sind natürlich eine ganze Menge Gegner jetzt gerade. Wichtig ist halt, dass die Gegner möglichst am Anfang Informationen sind. Das hast du ja auch immer schon richtig gemacht. Alle müssen mit Linien verbunden werden. Und da hast du ja auch schon mal gemerkt, du hast ab und zu mal Aktionspunkte, AP dazu bekommen, wenn Charaktere dran sind. Und das liegt immer daran, dass sie hier über diese leuchtenden Linien miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn jetzt alle sechs miteinander verbunden sind, bekommt jeder Charakter, meine ich zumindest, sechs Aktionspunkte, fünf Aktionspunkte dazu. Ein weniger als da sind. Also ein weniger als Spieler da sind. So. Und wenn der jetzt alleine stehen würde oder wenn die nur zu zweit nebeneinander stehen würden, nur zu zweit verbunden wären, würden sie halt nur einen Aktionspunkt dann bekommen. Also ich lasse sie erstmal am Anfang so stehen. Was du auch schon sehr gut gemacht hast, die Gegner erstmal rankommen lassen.
dann sollen die doch ihre Aktionspunkte verschwenden und nicht man selbst. So, und jetzt könnte ich quasi mit Furia angreifen. Jetzt hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, die Skill-Reichweite, wie kommt die überhaupt zustande? Von Furia, die... genau, hier kann man es sehen. Ne, kann man doch nicht sehen. Der, na, auf jeden Fall diese Skills Rush und Trick Hit, die haben halt eine Reichweite von 1 und Ascension hat eine Reichweite von 4. Ach, da unten kann man es doch sehen, genau. Und das heißt, man sollte sehen, dass man jedem Charakter auch einen Skill gibt, der eine große Reichweite hat. Hier bei Leonhard habe ich ihm zum Beispiel Sonic Wave gegeben, beziehungsweise hat er ja von Anfang an. Und mein lieber Borg hat halt Blast, mit dem kommt er immerhin 3 Felder weit. Und genau so weit können die Leute halt angreifen. So, jetzt greife ich aber mit Furia noch nicht direkt an. Denn wenn ich jetzt mal gucke, als nächster wäre halt Servas dran. Servas hat momentan 15 Aktionspunkte. Jetzt lasse ich aber erstmal die Monster machen. Mit Kreis breche ich dann auch diese Angriffsanimation ab, wenn ich das über habe. Und du siehst schon, auf Level Hard, die Monster hauen schon ganz gut zu. Aber das stört mich gar nicht. So, und jetzt hat Servas 21 Aktionspunkte. Also er kriegt doch pro Charakter einen dazu. 6 Punkte. Wenn ich jetzt vorher schon mal angreife, dann verliere ich ja teilweise die Formation. Und das heißt, ich versuche die Formation so lang wie möglich aufrecht zu behalten, um möglichst viele Aktionspunkte schon mal einzusacken. So, wenn ich jetzt aber nicht möchte, dass mir der liebe Leonhard getötet wird, dann würde ich ihn jetzt heilen. Das ist am Anfang auf jeden Fall sinnvoll. Man sieht jetzt auch, Leonhard wurde insgesamt 5-mal angegriffen und hat deshalb 25 SP bekommen. Diese SP brauchen wir ja für unsere Spezialskills. Die anderen haben alle nichts bekommen, weil die ja auch nicht angegriffen wurden. Wenn ich jetzt mit Alice den lieben Leonhard einmal heile, bekommen sowohl Alice als auch Leonhard 5 SP dazu. Ich mach's gerade mal. So, Animation wieder abgebrochen. Wie viel geheilt wird, ist übrigens vom Magiewert des Charakters abhängig. Und jetzt sieht man hier 30 SP und hier sieht man 5 SP. Manchmal kann es aber sogar taktisch klug sein, jemanden nicht zu heilen, sondern wenn jetzt Leonhard gestorben wäre, dann würden alle anderen Charaktere 25 SP bekommen. Das ist besonders in Bosskämpfen durchaus mal hilfreich. Und wir könnten dann ja Leonhard mit so einem Fragment of Life wiederbeleben. In der Anfangsphase des Spiels eher ungünstig, weil so ein Fragment of Life ist eine ganze Stange Geld wert. Da lässt man das dann lieber. So, jetzt machen wir wieder Standby. Sollen die Monster noch mal ein bisschen was machen für ihr Geld. So, jetzt machen wir hier nichts. Ich will ja, wie gesagt, die Formation lang genug beibehalten. Und am Schluss kann ich ja mit meinem lieben Borg noch agieren. Ach schade, hätte er besser Leonhard angreifen sollen. Mein Ziel ist ja, die 50 SP voll zu bekommen, damit er seine Spezialattacke ausführen kann. Aber muss ja nicht sein. So, jetzt warten wir noch einmal, dann ist Viralor dran. Und jetzt kommen wir zum weiteren wichtigen Punkt, Aktionspunkte sparen. Man muss jetzt diese Runde gar nicht alle ausgeben. Das heißt, in der ersten Runde kill ich gerade mal ein Monster und ich nehme aus Spaß mal dieses Skelett hier, weil das schon in meiner Formation drin steht. Das nervt mich so ein bisschen. Und dann fange ich halt an mit so einem... also ich nehme erstmal nur Leute, die noch relativ viele Aktionspunkte übrig haben. Das heißt, Servas kann mal so einen Magie-Skill machen.
Dann macht Furia so einen Magie-Skill. Dann geht der Break-Level natürlich schon mal relativ gut runter. Und jetzt machen wir hier noch einen Magie-Skill. Haben wir 3. Jetzt ist der Break-Level ziemlich down. Also ich glaube, der ist schon weg. Und jetzt machen wir mal eine Combo-Attacke. Und da kann ich ja auch zwei verschiedene Charaktere das machen lassen. Das heißt, hier sagen wir einmal Power-Attack. Und hier sagen wir einmal... Achso, Entschuldigung, der hat ja nur Power-Attack. Power-Attack und Double-Edge. Haben wir hier einen Broken-Hit. Und dann kann man hinten auch noch erahnen, die Formation ist noch ziemlich gut erhalten. Und jetzt können wir die Attacke mal auslösen. Jetzt wirst du sehen, der Broken Hit ist wesentlich effektiver, wenn der Break Level runter ist. Der macht dann nämlich 6 Angriffe statt 3. Und damit werden wir wahrscheinlich den Overkill erreichen, was wir sonst nicht getan hätten. Und ich halte den Overkill halt für sehr wichtig. Wisst ihr, jetzt kommen noch die Extra-Angriffe. Weil du durch jeden Overkill die Chance hast, mehr Loot zu bekommen. Born of the Dead hätten wir sowieso bekommen. Und durch den Overkill bekommen wir noch einen extra Born of the Dead. Hätte auch ein Silver Ore oder sonst was sein können. Im Monsterhandbuch kann man dazu mehr lesen. So, und jetzt nochmal sind die Monster wieder dran. Und währenddessen wollte ich noch ein bisschen was zu den Kombos erzählen. Du suchtest ja noch neue Kombos. Probier doch einfach mal Trick Hit kombiniert mit Rush aus. Oder probier doch mal Sonic Wave und Blast aus. Die beiden sind schon mal nette Kombos, gerade für die Anfangsphase. Und dann hast du ja noch ein bisschen Sorge gehabt, ja, du bist mehr der Gute und möchtest dich mehr, dass es in Richtung Light geht, dieser Balken da unten links. Das muss nicht gut sein, es kann gut sein, ich weiß es selber nicht. Aber spiel das Spiel einfach so, dass du denkst, du triffst die richtigen Entscheidungen. Und es kann durchaus auch sein, dass du in dem bösen Bereich landest und trotzdem das Spiel hervorragend absolvierst. Wichtig ist nur, dass du mindestens bei einer Dame diesen Liebesbalken oder den, sagen wir lieber, den Zuneigungsbalken hoch bekommst. Damit, naja, du wirst schon noch sehen, warum. Auf jeden Fall sollte man zumindest mit einer Dame gut befreundet sein. Ideal wäre es natürlich mit allen, aber ja. Dann, ach so, genau, siehst du jetzt hier beim lieben Borg auch noch diese kleinen grünen Felder. Das ist ja sein Aktionsradius, muss man sich ein bisschen merken. 2 nach oben und 2 nach links, beziehungsweise 2 nach oben und 2 nach rechts. Da hat er immer ein Feld, wo er so eine Kombinationszone aufbaut und ein Feld nach hinten links und ein Feld nach hinten rechts hat er eben auch so eine Zone. Das heißt, jetzt ist er halt mit Alice kombiniert und wenn ich ihn jetzt umdrehe, dann ist er halt mit Furia da kombiniert. Spielt jetzt aber keine Rolle. Und das Video geht jetzt ja auch schon ein paar Minuten. Ich wollte das jetzt nicht unendlich lange machen. Ich wollte es nur als kleine Anregung machen, ein bisschen als Hommage dafür, dass du jetzt dir tatsächlich ein Herz gefasst hast und Agarist Let's Plays. Und ich hoffe, du spielst es noch zu Ende. Ist wirklich ein tolles Spiel und ja, macht eine Menge Spaß. Also, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg. Tschüss!